Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und heute gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was zu zeigen aus dem letzten Livestream, auch wenn ich bis vorhin nicht davon ausgegangen bin, dass das der Fall ist, denn ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich erst wieder streamen muss, bevor ich aufnehme, aber anscheinend habe ich das Erstere schon übernommen, beziehungsweise seitdem es nicht geschafft, eine Folge wieder aufzunehmen. Ich glaube, ich habe ja auch direkt nach der letzten Folge gelivestreamt, ne? Na gut, dann machen wir heute mal so ein bisschen die Zusammenfassung. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Ich glaube, ich habe an vielen verschiedenen Stellen geschaut, was ich machen kann, wie zum Beispiel hier. Und wie wir sehen, hat es dieses Mal auch was gebracht wenigstens. Also 15 sind zusammengekommen, das ist ja schon mal nicht wenig. Hier dagegen sind es 3. Na gut, ich hatte halt den Rest rausgenommen, damit ich endlich mal was zu essen habe, aber... Ich glaube, aktuell könnte es schon ganz gut aussehen, was jetzt die Nachproduktion von Essen angeht. Also wahrscheinlich ist es so, dass ich immer genauso viel rauskriege in der Zeit, in der ich die gleiche Menge verbrauche. Das ist eine gute Sache erstmal. Ich hoffe, dass es weiterhin so läuft und nicht nur eine Momentaufnahme war. Ansonsten muss ich halt eine dritte Zelle dahin bauen, dann sollte es aber definitiv reichen. Zumindest wenn wir uns immer hier in den Chunks aufhalten. Das ist natürlich eh die Voraussetzung für alles, aber ich würde sagen, bevor ich da nur drauf angewiesen bin, kann ich doch auch hier das nochmal abernten, oder? Na gut, viel ist noch nicht gewachsen, dann würde ich sagen, machen wir das später einfach, wenn ich entsprechend mehr in der Gegend dort unterwegs bin und was baue. Aktuell ist das ja nicht so oft der Fall, weil ich doch ziemlich häufig hier bin. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir mal uns auf diese Fertigstellung von dem Gebäude konzentrieren, denn das scheint ja schon etwas aufwendiger zu werden, wie mir das aussieht. Und deswegen muss ich mich mal stärker darauf fokussieren, wenn wir das nicht in 2 Jahren gefühlt hier immer noch so stehen haben wollen. Und ich würde sagen, ich komme heute auch mal relativ schnell zu einem Thema, muss aber gucken, was ich jetzt nebenbei mache und einbaue. Ich kann ja vorher noch kurz drauf eingehen, also so wollte ich das ungefähr gestalten, jetzt hier, damit man auch mal äußerlich Vertiefungen drin hat. Ich hoffe, das ist so ganz gut gemacht. Da unten käme wahrscheinlich noch ein Gegenentwurf hin, also entsprechend auch Treppen, ich weiß nicht, so angeordnet oder anders, das muss ich dann entscheiden. Zusätzlich könnte man natürlich auf Zäune zurückgreifen, aber ja, ich bin jetzt auch noch nicht so sicher, ob das hier direkt unter dem Fenster so gut ist, wenn da oben noch so viel Abstand ist zu dem Balken. Deswegen ist das alles schwierig. Vielleicht nehme ich doch lieber Slabs, das wäre auch eine Methode. Ja, okay, hier vorne ist es eh wieder eine ganz andere Situation. Naja, und hier haben wir dann wieder eine ähnliche Lage wie hinten. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um mal höhere Pflanzen oder so einzubringen. Haben wir hier auch in dem Projekt selten bisher an den Hausecken so platziert. Und sonst habe ich hier noch Querbalken reingezogen, was natürlich sehr viel Holz frisst. Also da muss ich auch mal sagen, dass das schon durchaus was ausmacht. Ich meine, das Schwarzeichenzeug kriegen wir relativ schnell noch im Vergleich, aber ich weiß noch nicht, wie oft ich Lust haben werde, mich da hinzusetzen und das Ganze zu farmen. Ich meine, gut, ich könnte das jetzt auch nebenbei mal machen. Moment, wo habe ich denn die Saplings hier? Bone Meal muss ich dafür einzig und alleine holen, aber davon habe ich ja noch im Lager genug. Nur neulich ist mir aufgefallen, dass das teilweise auch richtig viel zieht. Da hatte ich nämlich nicht so viel Bone Meal jetzt mit, allerdings schon einen halben Stack ungefähr. Und ich glaube, ich konnte damit insgesamt nur 3 von diesen 2x2 Bäumen hochzüchten, was schon nicht so gut ist. Vor allem am Anfang ging es ziemlich schnell und dann wurde es richtig langsam. Das heißt, ich habe plötzlich ungefähr 20 Stück verbraucht und gerade mal ein Ding rausgekriegt. Oh ne, hier ist wieder so ein Vieh, ey. Das hat mir jetzt noch gerade so gefehlt. Ich will doch einfach nur den scheiß Baum abbauen. Ist das so schwer? Gleich klaut er wieder mein Schwert. Hört auf oder passt auf, was ich euch sage. Zum Glück habe ich neue Lytra für sowas. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich die anhabe. Mit, also, ja, sicherlich will man auch mal von einem Berg runterfliegen, aber oft nutze ich das halt auch nicht, weil ich für den alltäglichen Gebrauch selbstverständlich Raketen nutzen müsste und die habe ich aktuell kaum vorliegen. Natürlich könnte ich meine Farm auch mal auf sowas ausrichten, allerdings weiß ich nicht. Alter, der schubst einen nochmal hoch, sodass du deine Flügel nicht ausbreiten kannst teilweise. Das ist ja auch wieder gemein, aber ja, jetzt ist er endlich mal weg und ich kann mich hier dran setzen. Das kann doch nicht sein, eine Minute hat das jetzt wieder gedauert. Okay, damit ist dann auch meine Axt hinüber. Ich weiß nicht, hat er jetzt alles abgebaut? Ja, scheint aufgegangen zu sein. Oder ist es so, dass wenn man eine ganz kaputte Axt nutzt, man trotzdem noch einen kompletten Baum abbauen kann, obwohl das eigentlich viel mehr Durability verbrauchen müsste?
Das dürfte ja an sich nicht so sein. Habe ich auch nicht in Erinnerung, dass das funktioniert. Da war doch immer eine Drosselung drin, dass man dann nur ein paar Blöcke rückgedroppt kriegt vom Baum. Also so viel, wie es letztendlich auch hier ausmacht von der Axt, aber keine Ahnung, vielleicht verhält sich das bei den großen Bäumen wieder anders. Das ist ja immer fraglich, wie sich das letztendlich berechnet. Ich würde jetzt allerdings erstmal hier ordentlich farmen, damit ich mir so schnell nicht wieder Sorgen machen muss, denn das nervt echt, wenn du da drei Blöcke gefühlt verbaust, dann musst du wieder los. Ist ja auch nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache, aber ja, ich habe schon wieder komplett verwirkt eigentlich, dass ich heute noch das Thema ansprechen kann, denn das wäre an sich ziemlich ausgedehnt, also ich kann das jetzt nicht mehr anfangen. Da sollte es nämlich um den Stundenplan gehen, den ich ja jetzt von meiner Uni aus habe. Und da wollte ich so ein bisschen gucken, welche Module sind aktuell sinnvoll oder günstig für mich und welche eher weniger. Denn ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt nicht alle Module vorhabe zu belegen im Master, denn ich habe ja auch noch meine Bachelorarbeit und da gibt es aktuell leider ebenso noch Unklarheiten. Ich weiß nicht, ne? Das ist halt alles so, ja, unklar definiert, was man da machen muss letztendlich. Das Ding ist, man ist eigentlich relativ frei mit der Bachelorarbeit und kann da vieles einfließen lassen, aber auf der anderen Seite ist das auch negativ wieder zu sehen, denn dadurch hat man keine wirkliche Aufgabenstellung oder muss erst richtig lange viel abstimmen hin und her mit den Professoren oder so, um mal ein einigermaßen gutes Bild zu kriegen, aber von alleine wird dir das eben nicht gegeben. Es ist nicht so wie in anderen Richtungen, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung macht oder vielleicht auch andere Studiengänge belegt, dass man das wirklich gegeben kriegt. Also ein Thema, eine Überschrift, die habe ich ja schon. Und aber auch noch eine Aufgabenstellung dazu. Das ist jetzt eben die Schwierigkeit, dass man wirklich mal von vorne bis hinten durchdefiniert hat, okay, was ist im Einzelnen zu tun. Denn ich hätte jetzt ganz schön Interpretationsspielraum für meine Analyse. Welche Werte will ich dafür nutzen? Soll ich mir irgendwas ausdenken oder bestimmte Rahmenbedingungen schätzen? Das ist halt echt nicht so einfach. Vor allem muss man dann auch gucken, dass das Ganze realistisch bleibt einigermaßen. Und Alter, was muss ich denn da hinten sehen? Das ist ja schon wieder absolut schlecht. Ey, ich muss hier weg. Vor allem wahrscheinlich ist es echt nicht gut, es in dieser Welt Nacht werden zu lassen. Das sollten wir wohl in Zukunft deutlich vermeiden, denn man merkt, das wird hier nichts mehr. Ich habe das ja schon öfter beobachtet, dass immer wieder Mobs kamen in solchen Fällen und das teilweise schon schlimm wurde, aber immer wenn ich Tag gelassen habe, ging es ja eigentlich. Von daher ist das wohl die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, wenn wir nicht die Welt hier zerstören wollen nach und nach. Und Alter, was ist eigentlich hier schon wieder passiert? Haben sich hier Birken von alleine eingepflanzt? Die habe ich doch nie im Leben alle gesetzt, oder? Ich glaube, hier ist schon wieder so ein Ent rumgelaufen und hat die wahrscheinlich da platziert. Ich weiß nicht, ob die das so machen, aber ich habe auch übrigens noch keinen von einer Birkensorte gesehen. Immer nur diese Eichendinger, aber es kann ja auch sein, dass die alle möglichen anderen Sorten pflanzen, beziehungsweise von der Textur her nur so aussehen, als wären sie aus Eiche, aber in Wirklichkeit sind sie doch eine Birke und haben das halt nur nicht angezeigt. Das weiß ich gerade nicht. Achso, hier Skelett schon wieder im Gras versteckt gewesen, sodass es nicht verbrennen konnte. Das ist ja auch mal clever, ne? Das machen die ja durchaus bewusst. Da haben sie die KI so weit angepasst, bereits in der Version. Man muss ja immer bedenken, das ist ja noch die 1.12, gell? Teilweise kommt es einem zwar nicht so vor, allerdings stimmt schon und das ist eigentlich Wahnsinn, was es hier schon alles gab, beziehungsweise wie lange manche Features in der heutigen Zeit auch schon existieren. Ich meine, die Version hier kam 2017, glaube, was ja jetzt schon wieder 6 Jahre her ist, ey, ich glaube das immer noch nicht. Das ist einfach nur Wahnsinn, vor allem da 2019 4 Jahre her sein soll. Geht mir alles nicht wirklich in den Kopf. Ich habe jetzt schon wieder 5 Jahre lang mein Abi. Also wo ist die Zeit nur hin? Ich meine, gut, an manchen Stellen ist es nicht so schnell vergangen, wie es sich jetzt anhört, aber dennoch ist es Wahnsinn, wenn man sich das immer mal so anguckt. Und ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll teilweise. Aber ich denke mal, es geht vielen so, dass den Leuten die Worte fehlen, was das anbelangt. Denn das ist wirklich ein Thema, was mir oft auffällt bei Gesprächen mit anderen und so weiter. Und ich habe jetzt übrigens nochmal hier fürs Thumbnail, aber auch generell die Slabs platziert direkt, damit wir das nicht vergessen. Ich denke, das könnte die bessere Variante werden. Ansonsten haben wir jetzt noch den Holzvorrat ordentlich aufgestockt, was definitiv sinnvoll war, nebenbei in der Folge zu machen.
Und damit würde ich auch schon beenden. Dann hatten wir wenigstens noch ein anderes Thema, wenn es auch wieder eins war, was ich mir eigentlich nicht hier drunter vorgestellt hatte, aber egal. Beziehungsweise es waren ja wieder mehrere. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich. Also danke fürs Zusehen, bis später und tschüss.